Ich vermute, wäre er verdammt noch hier, wäre mit den Gefangenen etwas anderes geschehen. Oder mit uns. Die Gefahr besteht immer noch. Wir wieder oben sind, werden wir diese Arche noch ein einziges Mal einsetzen und dann muss sie weg. Niemand sollte alleine irgendwo sein. Das auch. Das haben wir gerade eben schon gemerkt. Ich schaue mich mal um. Passiert irgendwas mit der Leiche von Kolja? Oder liegt die einfach da rum? Die zerfließt zu schwarzem Öl. Ich schaue wieder weg. Ich will das gar nicht wissen. Und was ist diese Stele hier? Die habe ich bereits einmal gesehen, als sie das Schiff gestürmt haben. Offensichtlich hat man sich hereingeschafft. Die Krakonier waren da irgendwie drum versammelt. Ich vermute, das weiß nur Ephadaios. Der hat alles, was der wusste, mit ins Grab genommen. Wie er so etwas mit den Delfinen jemals zulassen konnte. Ich will lieber nicht so lange drüber nachdenken. Passen wir auf, dass den Magiern nichts passiert. Und hoffen, dass wir schnell wieder hier rauskommen. Ja. Und hoffen wir, dass wir das alles überleben. Jetzt haben wir auch überlebt. Das ist wohl wahr. Doch, ich mache mir dennoch Sorgen. Jetzt, da der Zeitplan so schnell nach vorne gerückt wird, mache ich mir durchaus Sorgen, ob wir Piranianer überhaupt retten können. Hoffe ich doch sehr. Ich werde mit Gut, Kolran steuern wir reden. denn? Ich werde mit Kolran reden, sobald die Arche wieder unter Kontrolle ist. Ja, geschweige denn ihre Schwester. Was war das eigentlich? Habt ihr gesehen, wie er reagiert hat, als wir ihm gesagt haben, dass das Xelette auch noch lebt? Nun, er schien mir sehr ungläubig zu sein. Ich vermute, er hat sie für tot geglaubt. Hat sich aber auch kein bisschen um sie gekümmert, als er oben war. Ich weiß nicht, was er Ahmad erzählt hat. Vielleicht weiß der mehr. Aber Ich nehme an, er dachte es schon seit Jahren, dass sie tot ist und hat sie verdrängt. warum ist er auf einmal so überstürzt abgereist? Aus Schock. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr eure eigene Tochter so sieht und nun, wer weiß, was Celeste gesagt hat, die er für tot gehalten hat? Zumindest anders als von dannen zu laufen. Nun, einige Menschen fliehen vor so etwas lieber. Nicht jeder kann willensstark sein. Das Einzige, was wir für ihn tun können, ist, nun seine Tochter wieder heil nach Hause zu bringen. Und wenn nicht, nun fürchte ich, dass er das Ganze nicht so gut überstehen wird. Er wird sich schon wieder sammeln, wenn wir ihn erstmal mal seine Tochter zu Hause, verzeiht, zurück nach Hause bringen. Ei, das wird er. Und dann stehe ich noch eine Weile hier unangenehm neben Kyaras und diesem Charakter Altar und hast ihn nicht gesehen. Und schau den Magiern auf die Finger. Die Zeit vergeht. Irgendwann kann sich Abelmir ja Morenis wieder lösen aus dem Unitatio. Hat genug Sternkraft hinübergestoben und die Analysen beginnen. Da müsstest du jetzt nicht mehr dabei sein. Ich halte mich schwerfällig, stütz auf den Stock. Jalan, Kapitän, gestattet mir, dass ich mich zurückziehe. Und wenn ihr hier nichts mehr zu tun habt, dann natürlich. Ich kann hier nichts tun mehr. Gut. Ihr beide,
Wird auf zwei Ritter gezeigt. Begleitet auch den guten Adeptus bitte, ja. Ei, ei. Er hat auch so ein bisschen eingefallene Wangen, ein bisschen Blut, was aus seiner Nase herausläuft. Kann er dann nach oben gebracht werden. In sein eigenes Quartier. Denn einen Heiler braucht er jetzt nicht. Es ist eher so, dass er Ruhe braucht. Ein widerlicher Kopfschmerz, der sich jetzt durch deinen Schädel frisst. Aber ob das jetzt aus den astralen Kräften kommt oder durch die widerlichen Gerüche hier, ist wahrscheinlich der ganze Tag. Was tut Ahmad? Ahmad wäre mal, während die anderen da alle in diesem Heptagramm sitzen und drumherum stehen, einfach Hexagramm. Mal den Rest. Was? Pentagramm? Hexagramm, ja, sorry. Genau, sie hat, das Siebeneck hat sie vermieden. Ja, genau. Auf jeden Fall würde Ahmad dann da erstmal diese 20 Meter waren es, glaube ich, erkunden, was man da noch so alles finden kann. Und würde dann mal den Lauf der Käfer beobachten. Ja, wenn du den Lauf der Käfer beobachtest, kannst du hier wohl noch eine weitere, kleinere Kammer entdecken, die wohl etwas versteckter war, wo hinter ein etwas größeres Wesen haust. Und hier ist wohl, wenn man das so sagen möchte, das Zentrum der Käfer. Denn dahinter sitzt abgeschlossen ein etwas größerer Scarabeus, Archenkäfer von etwa 2 Metern Höhe, der hier neue Archenkäfer gebiert. Macht er das im Sekundentakt? Das kannst du nicht genau erkennen, weil er, ja, weil du seinen ganzen Körper nicht einsehen kannst, wie er da pulsiert. Und er selber wird wohl eine schleimige Spur hinterlassen, aus deren, mit ein bisschen Zeit schlüpfen dann daraus, aus diesem schleimigen Ding, neue Käfer. Ah, okay. Immer so leich, wenn du möchtest. Ja. Ansonsten, wie gesagt, das Atropeum, die Niere und der Schrein von Charybdis. Ja, dann würde ich mal... Nein, ich kann keinen Exorzismus. Ich würde trotzdem mal schauen, ob ich da irgendwie diesen Schrein da von Charybdis genauer untersuchen kann. Ob man da irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ja, es ist ein dunkles Blau, ein Altar aus schwarzen, verwachsenen Korallen. Wenn du ihn berührst, könntest du dich höchstwahrscheinlich auch fies dran schneiden. Eine Jade-Statue darauf mit einer wulstigen Kröten-Menschgottheit. Daneben schimmert eine mehrköpfige Blaustein-Seeschlange, die gerade ein Waler wirkt. Ein paar stinkende Fische drumherum als Opfergabe, ein paar Meeresfrüchte, entweihte Gwynpetryl, die jetzt unheimlich blau-schwarz schimmern und ein mumifizierter Delfinkopf. Ziemlich angewidert schaut sich auch mal diese Opfergeschenke an. Und ja, würde dann erstmal kopfschütteln wieder weggehen. Und dann die anderen anschauen. Was ist? Ich dachte mir, kann eure heilige Waffe diesen Altar vielleicht vernichten? Ich möchte es nicht probieren, während die anderen Leute hier gerade in einer magischen Konzentration verwickelt sind. Natürlich. Spätestens wenn die Arche vernichtet wird, sollten wir uns darum aber vielleicht danken. Ich werde mich sofort darum kümmern, sobald die Magier hier fertig sind. Natürlich. Was auch immer zuerst geschieht. Vielleicht solltet ihr warten, bis sie wieder über dem Wasser sind. Nun, Kohlrab sagte mir, dass solche magischen Betrachtungen wohl länger dauern können. Ich weiß nicht, wie lange sie hier stehen wird. Kiaras, würfel doch mal Selbstbeherrschung erschwert um Goldgier. Uff. Ja, wenn wir euch heute bei den Nachteilen packen, dann noch dich. Ja, das sieht gut aus. Der Altar, ja gut, die Korallen sind völlig egal, aber naja, diese Jade-Statue und was ist das? Krakensilber? Dafür kriegt man in der Anfang eine kleine Villa. Vielleicht sollten wir diese Opfergaben mitnehmen und zum Effa-Tempel bringen. Und was sollen die damit? Nun, die können auch sicherlich gereinigt werden. Von aller Art Unrat und Unheiligtum.
Nun, vor heute hätte ich vorgeschlagen, man könnte sie in den Strudel am Meer werfen. Ah, das wäre doch Verschwendung. Was Verschwendung? Wir sind bereits verdorben. Doch es hat so was Befriedigendes, die Mittel des Feindes gegen ihn zu wenden. Habt ihr nicht ganz unrecht. Und stellt euch nur vor, für wie viel Gold man dafür bekommt, wie viele Söldner dafür bezahlt werden können. Werfen wir das eine Auge ein bisschen zusammen. Möglich. Aber ich glaube nicht, dass es gut für die Seele ist, solche Dinge zu handhaben. Sag mal noch da oder reden wir gerade alleine? Ich bin noch da. Euer Gnaden, ihr seid keine Pferde, aber vielleicht könnt ihr das einschätzen. Kann man solche aller Dinge reinigen? Sie von... Reinigen, Krakensilber. Das wird vernichtet. Ich weiß doch nicht, was das ist. Das wird vernichtet. Seht ihr, Kiaras? Es gibt Dinge, die muss man liegen lassen. Ja, und auch die Jade wahrscheinlich nicht. Natürlich. Da bin ich mir sicher, dass es kein Unmetall ist. Es ist kein Unmetall, aber es wurde von dem Unheiligen berührt. Und natürlich muss es vernichtet werden. Damit ist das also auch klar. Ja, ich find's hier nur unzufrieden im Moment. Gut, wenn es sonst nichts weiter gibt, dann könnt ihr euch allesamt nach oben zurückziehen. Könnt einmal regenerieren, denn eure Augen sind mittlerweile allesamt rot. Euch laufen die Tränen hinunter, und der scharfe Gestank hat sich eben auch in eurer Kleidung festgesetzt, in eurer Haut, in euren Haaren. Und ob ihr diesen Gestank jemals wieder loswerdet oder ob ihr für immer mit diesem Gestank bestraft seid, das wird die Zeit zeigen. Ihr könnt zumindest einmal regenerieren. Eure Betten sind mit einem Modifikator plus 1 belegt, weil ihr da dementsprechend etwas mehr ausgegeben habt. Und dann erwacht ihr. Nach ungefähr 6 Stunden der Regeneration. Die Stimmung unter Deck ist gedrückt. Ist Kohlrab auch schlafen gewesen oder steht die noch unten? Kohlrab hat weiter analysiert. Okay, Eldan, Abelmir, vielleicht wollt ihr Kohlraben nochmal über die Schulter schauen oder so? Weiß ja auch nicht, wie das vonstatten geht. Wir tun unser Bestes. Ja, ich würde da wohl hingehen, aber da ich keinen Unitatio kam, würde ich da halt nur hingehen, um da hinzugehen. Ja, wieder der genervte Blick von Kohlrab. Mittlerweile hat man wohl auch die verborgene Tür von Ephadaios entdeckt im Holz, hat die dann geöffnet und hat dann über diesen etwas größeren, diese größere Öffnung, hat man dann mehrere Tische hier reinbringen lassen, sodass sie sich jetzt hier niedergesetzt hat, hat auch sich eine Schnabelmaske bringen lassen mit Düften, Kräutern drin in dieser Schnabelmaske im Inneren. Und es sieht wohl sehr skurril aus, wie sie jetzt hier sitzt an einem Tisch mit ihren Eleven. Und nachdem sie Oculus Astralis gesprochen hat, eine ganze lange Zeit auf einem großen, riesigen Pergament herumkritzelt. Ja, aber Hilfe braucht sie nicht. Sie wird dich nur wieder entnervt wegschicken. Ja, sie erreicht. Das war's. Ich habe mein Bestes getan. Ich gebe das zurück. Richtig. Oh Mann. Die Zeit verstreicht weiter. Ich setze mich in die Klauschembe. Möchte doch ab und an mal jemandem Mut zusprechen, aber so viel Herz ist auch nicht dahinter. Ich möchte die Hexe Elysia aufsuchen. Ja,
Ja, die wirst du finden in dem sehr verlassenen Quartier der drei Hexenschwestern, ist hier noch alleine, sitzt gerade nackt auf dem Bett und im Schneidersitz, schaut euch an und tut wohl gerade irgendwelche hexischen Dinge, von denen du nichts verstehst. Ja, kommt doch gerne rein. Zu gerne. Ich habe mich gewundert. Wollt ihr euch auch ausziehen? Ja, vielleicht gleich. Doch sagt, wie wäre es, hättet ihr nicht Lust auf ein gutes Glas Wein? Wein, der trübt doch die Sinne, oder? Na gut. Ich würde ihr einen Arm hinhalten, dass sie sich einhaken kann. Nur sie bleibt auf dem Bett sitzen. Wollen wir nicht hier trinken? Holt ihr noch einfach in dieses Quartier, setzen wir uns gemeinsam hin, ihr zieht euch auch noch aus und dann. Nun, wenn ihr es in eurem Quartier machen wollt, gerne. Habe ich nichts dagegen. Dann bis gleich. Ja, dann hole ich eine Flasche von meinem privaten Wein. Und zwei Becher. Kannst dann ihr ein Glas einschenken und wird sie dann auch genüsslich dran nippen und trinken. Nicken, zufrieden, höhere Qualität. Ja, definitiv. Ich habe guten Wein gekauft. Wie geht's weiter? Um es kurz zu machen, ich möchte sie betören und flachlegen. Okay, also nichts weiter, was da irgendwie hintersteht oder so. Nö. Okay. Ja, kein Ich Problem. meine, ich habe Bedürfnisse. Ja, das ist okay. Sie hat auch Bedürfnisse. Du musst auch keine Sehr betören schön. würfeln. Das ist quasi in allen Gegenverständnis. Also, sie ist auch dabei. Und ja, wenn du dann irgendwann nach 6 Stunden erwachst, fühlst du dich nicht sehr erholt, musst du feststellen. Eher ein bisschen ausgelaugt. Aber Noten 21 es MR. war richtig guter Sex. Na gut, Ah, wunderbar. Beschwere ich mich also nicht. wirklich, ah, sowas hast du noch nicht erlebt. Da war richtig Magie drin im Spiel. Die Zeit verstreicht weiter. Wenn wir doch Zeit haben. Das wird vermutlich nichts bringen. Ich glaube, ich möchte mal mit der Fee vom Safranfass reden. Ah, siehst du, guter Einwand. Streich das. Der Sex war gut, du fühlst dich erholt. Deine MR ist zu hoch. Guter Einwand. Ja. Deine MR, nee, das schafft sie nicht. Sie sieht da unzufrieden aus. Der Sex ist gut, sie sieht danach aber unzufrieden aus, weil wegen der hohen MR. Du verstehst es wohl gar nicht. Du kannst gerne nochmal Magiekunde würfeln. Denn sie muss auch gerade mal proben, ob sie überhaupt weiß, was da los war. Sie ist sehr verwundert. Ja, nee, du hast keine Ahnung. Sie Na, ist ich habe böse. keine Ahnung. Aber wahrscheinlich fandest du den Sex ziemlich cool, aber sie nicht. Sicher? Ich bin gut in sowas. Ja, irgendwie hast du sie wohl. Hat ihr nicht so gefallen. Sie ist danach, als du wieder erwachst, ist sie nicht mehr da. Ah, das ist wohl ziemlich böse. Gut, was hatten wir gesagt? Du möchtest zu Safranfass. Ja, dann kannst du wieder durch den kleinen Gang hinter der Kombüse klettern und stehst dann wieder im Inneren dieser Achtertrutz. Die kleine Hallo? Fee Vilai schwebt auf dich zu und haut dir mit einer Bratpfanne auf den Kopf. Wir wollen hier raus! Eine richtige Bratpfanne oder eine feengroße Bratpfanne? Eine richtige Bratpfanne. Die möchte ich irgendwie nach bestem Gewissen mit dem Arm abblocken. Wir wollen hier raus. Autsch, ja, ich weiß, wir arbeiten daran. Tut ihr nicht. Wir. Ich hab schon die Käfer angeklebt. Ah. Und die Schwerter vom Bord geschmissen. Und ich mach noch mehr. Weißt du denn, wie wir dich am besten hier rauskriegen? Muss nur dieses Ding hier raus oder das ganze Schiff? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber. Die Achtertrotz, die ist magisch. Bin ins Holz gebunden. Holt mich hier raus. Was passiert denn, wenn wir dich nicht rausholen könnten?
Dann bin ich böse. Und was passiert, wenn die Arche, wenn das Ding, in dem du gefangen bist, stirbt, bevor die Safran fast hinaus kann? Sie fängt an zu weinen. Das weiß ich nicht. In Ordnung. Und was passiert, wenn wir die Achtertrutz nehmen und dann an ein neues Schiff festmachen, anbauen? Ein richtiges Schiff. Ein richtiges, aus echtem Holz und Planken und... Keine Ballonen! Sie tun mir weh! Ginge das? Das ging! Ich werde sehen, was ich machen lässt. Ein paar Tage noch. Nein! Jetzt! Sie stampft mit dem Fuß auf. Hey, wir sind tief Ein Erdbeben läuft durch das Schiff. Oh, Fee! Wir sind tief unter Wasser, was soll ich denn tun? Sofort, wenn wir oben sind. Ja, sofort, wenn wir oben sind. Mein Wort drauf. Du bist gemein. Ein gemeiner Kapitän. Das trifft mich jetzt. Gut. Ich gehe rückwärts von dir zurück und bin da raus. Und dann sind 6 Stunden vermutlich um. Ja, ganz, ganz wahrscheinlich. Nach 3 Tagen dreht sich irgendetwas im Schiff. Der Sog, der euch erfasst hat, schraubt die Arche wieder zurück in die Höhe und ihr erreicht die Oberfläche. Aus allen verschiedenen Löchern wird Wasser abgelassen. Es tropft und perlt an euch vorbei und dann steht ihr irgendwo in leichter Entfernung zum Strudel und ihr könnt wieder die Kanonen hören, wie sie auf euch feuern. Oh. Und die leichten Einschläge, die durch das Holz durchsplittern oder die Wände verformen. Nersa. Volle Fahrt gen Süden. Ab ins Unterdeck. Kohlrab! Ja, wenn du Kohlrab suchst, wirst du feststellen, dass sie nicht mehr dort ist. Die Tür ist immer noch offen, der Tisch ist wohl entfernt worden und niemand da.